In dieser Folge geht es endlich in die Pyrenäen. Von Ost nach West einmal durch. Der Adventure Country Track wird uns durch die Pyrenäen führen. Der ACT ist eine Zusammenstellung von Offroad-Routen durch die Pyrenäen. Diese Routen sind für alle Arten von Fahrzeugen zugelassen. Und gerade Biker können sich hier in diesem Film mal ein Bild davon machen. An diesem Morgen befinden wir uns noch in Frankreich auf diesem Campingplatz. Die Wege eines Navis sind manchmal unergründlich. Wir haben einen Ort in Spanien eingegeben, wo für uns der ACT anfängt. Direkt vom Campingplatz runter in die Walachei. Aber das Navi sagt, es ist eine offizielle Straße. Da können wir doch nicht Nein sagen. Das nehmen wir doch mit. Während der Lack vom Elch ein vollkommen neues Design bekommt, möchte ich mal kurz erzählen, wie wir auf den ACT gekommen sind. Zu Hause hatten wir den Plan, in die Pyrenäen zu fahren, was ja im Groben auch funktioniert hat. Schließlich sind wir ja nach ganz langer Zeit endlich mal in den Pyrenäen angekommen. Am letzten Abend ist mir dann bewusst geworden, so Mensch, wo fahren wir überhaupt lang? Ich meine, da steht nirgendwo ein Schild, hier geht es Offroad durch die Pyrenäen. Nein, so ein Schild werdet ihr dort nicht finden. Wir hatten also überhaupt gar keine Ahnung, wo geht es lang? Natürlich kann man so eine Tour zu Hause von vorne bis hinten durchplanen. Das ist aber nun mal nicht unser Ding, weil unsere Erfahrung ist, dass wir im Auto sitzen und dann eh alles anders machen. Also, wir machen es eher alles sehr spontan. So bin ich dann gestern Abend beim Surfen über den ACT Pyrenäen gestolpert. Wir haben uns dort auf der Seite angemeldet, ein Jahresabo bezahlt von 11 Euro irgendwas und konnten uns die GPS-Daten runterladen für den ACT Pyrenäen. Für mich hat das ganz klar den Vorteil, dass ich so den ACT Pyrenäen besser kennenlernen kann. Denn es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich eine Gruppe Mopedfahrer zusammenstelle und vielleicht eine Tour fahre. Vielleicht die Pyrenäen. Wir starten den Trail nicht ganz von Anfang an, weil wir über Carcassonne gekommen sind. Ist uns der Weg zur Küste zu weit gewesen. Wir haben also 100 Kilometer gefuscht. So, genug gelabert. Jetzt geht's aber langsam los. Wir sind in Spanien und stehen vor dem ACT. Im Moment fängt er mal ganz schön heftig an. Auf jeden Fall für einen 3,5 Tonner. Ist ja auch nicht für Dickschiffe zusammengestellt worden, sondern für Mopeds, ne? Wollen wir noch mal festhalten. Wir sind jetzt gerade mal hier eine halbe Stunde auf dem Track und es ist echt heftig, aber man wird belohnt durch mega Aussichten.
Straße hat uns erstmal wieder und das hat mega Spaß gemacht. Und mein Engel hat ein paar Dornen in den Arsch gekriegt, weil sie auf der Türseite stand und ich an. Wie hießen die noch? Gebuttene oder Schlehen oder sowas war das. Da sind wir richtig schön den Arsch zerschreddert. Ah, zerschredderter Arsch, da muss man durch. Alles für die Kamera, alles für euch. So, lasst mich in Ruhe. Das erste Stück vom ACT war auf jeden Fall mega. Das war viel besser, wie ich es erwartet habe, auch wenn es sehr eng war. Naja, erstes Stück ist nicht ganz richtig. Im ACT ist es als Tag 2 beschrieben. Den ersten Tag haben wir ja ausgelassen. Weißt du, da fährst du lange durch ein Naturreservoir, denkst irgendwie, um jede Ecke rum kommt Berge, noch schöner und jetzt gucke. Oh, hier sind Wale gestrandet. Ja, überall weiße Wale. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich glaube, das war's. Jetzt ist der Urlaub zu Ende. Jetzt müssen wir nach Hause fahren. Ich habe leider jetzt beim Schneiden, also im Nachhinein, nicht herausgefunden, wie dieser Ort hieß, wo die ganzen großen Wohnmobile standen. Es war irgendwie ein Nationalpark. Und es war Sonntag und alle haben sich da irgendwie getroffen, um ein Wochenende mit der Familie zu verbringen. Keine Ahnung. Wir wollten dann nur noch weg und haben zum Glück einen Durchgang gefunden, wo es auf diese geschotterte Straße ging. Ich möchte mal sagen, das war schon fast eine Autobahn. Das erinnerte uns an Schweden. Das Doofe war nur, sie war so geriffelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese... wie so ein Waschbrett und der Wagen rappelte und schüttelte und krachte überall. Da musste man leider die Luft ein bisschen aus dem Reifen lassen. Ich lasse jetzt gerade ein bisschen die Luft aus dem Reifen. Die sind so hart, 2,5 bar. Das ist für so eine holprige, schottrige Strecke einfach zu viel. Das ist, wenn da ein bisschen weniger Luft ist, ist das ganze Fahren direkt einfach angenehmer. Es rappelt nicht so. Hat jetzt nichts mit dem Grip zu tun. Einfach, die sind einfach zu hart. Ich habe kein Messgerät, deswegen mache ich das nach Gefühl. So, mit meinem McDonald's-Löffel. Mit diesem super Spezialwerkzeug. Ja. Man erkennt das einfach daran, wenn man hier unten hinguckt und der unten einfach ein bisschen breiter wird, der Reifen, dann passt das. Oh, das sieht gut aus. Fühlt sich auch besser an. Das ist mal ein Unterschied wie Tag und Nacht mit den Reifen. Jetzt kann man auch mal ein bisschen flotter fahren. Und das rappelt hier nicht mehr so. Also ich meine, es rappelt zwar immer noch, aber nicht mehr so extrem wie vorher. Vorher waren die so hart. Leider war dieses Stück Strecke gesperrt. Ich nehme mal an, wegen dieser 20 cm hohen Stufe da vor uns. War aber kein Problem.
Schönen Gruß von der Anhängerkupplung und weiter ging's. Wir haben es mal einfach ignoriert, sonst war da auch nichts. Der Abschnitt ACT Pyrenäen, der als Tag 2 beschrieben wird, ist in der zweiten Tageshälfte für den Ram keine wirkliche Herausforderung. Die Straße oder diese Schotterstrecke ist relativ breit, glatt, einfach kein Problem. Mit dem Moped macht das bestimmt wesentlich mehr Spaß. Die Landschaft ist allerdings der absolute Hammer. Wer es ein bisschen heftiger haben will, kann auch noch um Andorra komplett einmal rumfahren. Das haben wir nicht getan. Warum, das erzähle ich gleich. Der Teer hat uns wieder. Das ist die N260. Sie führt einmal komplett um Andorra rum. Ich zeige das jetzt auf der Karte. Da an der roten Linie sind wir in den ACT eingestiegen. Da war auch der Nationalpark und die ganzen Wohnmobile. Wir sind jetzt nicht rechts um Andorra rumgefahren, sondern sind unten an Andorra vorbei auf die N260. Dort, wo wir jetzt den kleinen Kreis machen, werden wir einen Campingplatz finden. Wer es anspruchsvoller haben will, sollte den Schlenker um Andorra herumnehmen. Wir haben das nicht gemacht, weil Andorra nicht zur EU gehört. Und unser Hund ist nicht mehr geimpft. Die Impfung ist seit 3 Monaten abgelaufen und wir wollten wegen diesen blöden 3 Monaten einen 14 Jahre alten Hund nicht nochmal extra impfen lassen. Auch was die Landstraßen angeht, hat der ACT echt viel zu bieten. Man kommt immer wieder durch herrliche kleine Ortschaften, es gibt einfach viel zu sehen. Ich würde jetzt gerne aufschneiden, das Zeug rausholen und dann trocknen für Tee oder auch zum Essen. Und dieses Zeug da drin, das war das ehemalige Juckpulver. Kennst du das noch? Ja, ja. Lass mal gucken, ob da an der Seite Nadel und Faden sind. Beide ziemlich platt von der ganzen Autofahrerei heute. Es war teilweise 34, 35 Grad. Ja, also es war echt warm heute. Und ja, wir sind um Andorra rumgefahren, weil wir nach Andorra mit dem Hund nicht rein wollten. Und sind jetzt auf dem Campingplatz hinter Andorra. Und morgen geht es Offroad weiter. Das ist 1000 Kilometer durch die Pyrenäen. Das ist schon, haben wir gemerkt, eine ganz schöne Herausforderung. Also wenn man am Tag so 100, 150 Kilometer schafft, das ist schon echt viel. Es hält halt alles auf. Man ist im Gelände teilweise mit im Schritttempo unterwegs. Und weil es ist teilweise echt ein bisschen heftig. Aber ist egal. Wir kriegen das schon hin. Ist ein Schritttempo und Taschentuch zwischen den Beinen oder was ist das? Kannst du das nochmal wiederholen? Nee, doch. Das war nicht für die Allgemeinheit, so das Ding weg. Ich war noch nicht in der Maske. Meine Make-up-Artist ist weg, mein Stylist, alle weg. Alle weg. Ich glaube, sie hat einen zotigen Witz gemacht. Irgendwas mit Taschentuch im Schritt, wegen Schritttempo. Genau habe ich es auch nicht verstanden. Ja, wir sind heute durch. Deswegen tschüss bis zum nächsten Tag. Wir verlassen diesen Campingplatz. Marion macht noch schnell die Wasserbehälter voll und dann geht es erstmal los auf die Landstraße.
Naja, was man so Landstraße nennt. Es geht über die kleinsten Gebirgsstraßen über einen Pass nach dem anderen. Mensch, das wäre mit dem Motorrad bestimmt eine geile Sache gewesen. Aber macht auch mit dem Ram Spaß. Bisschen eng, aber geht schon. Der Schotter hat uns wieder. Wir sind auf dem Teil, der auf dem ACT als Tag 3 beschrieben wird. Es wird eng und wir fahren die ganze Zeit an diesem Abgrund vorbei. Das ist einfach herrlich. Wir sind einige Zeit unterwegs und ja, die Strecke wird nicht breiter. Es bleibt sehr schmal und ist halt so. Da muss man jetzt durch. Rückwärts ist keine Option. Hier kann man mal sehr schön sehen, dass wir ohne Allrad fahren. In diesen engen Kurven macht man mit den Differentialsperren nur die Differentiale kaputt. Das kurveninnere Rad legt einen kürzeren Weg zurück und deswegen gibt es sehr viel Druck aufs Differential. Lieber ohne Allrad fahren, nur wenn es absolut nötig ist. Danger Marion liebt es draußen auf den Trittbrettern zu stehen, um zu filmen. Leider ist das nicht ganz schmerzfrei. Ich habe mal keine Ahnung, wo der Weg uns hinführt, aber das ist gerade wieder hier der helle Wahnsinn. Der Dicke kommt überhaupt nicht an seine Grenzen, aber es ist halt sehr felsig. Ich habe noch nicht mal ein Allrad drin. Aber es ist alles sehr eng. Das ist eben eher für Quads oder sowas und nicht für 3,5 Tonner. Aber es macht mega Spaß. Adrenalin pur. Die Sonne kommt gerade raus mit voller Kraft. Und wir machen uns hier an diesem herrlichen Ort gerade ein Frühstück. Ihr kennt das ja schon, Stoßstangenfrühstück. Aber wo kann man schöner frühstücken? Das ist echt so schön hier. Da sind wir hochgekommen. Da fahren wir gleich weiter und werden dann oben auf dem Pass landen, nehme ich mal an.
von der Beifahrerseite aus gesehen, ob wir überhaupt noch Platz haben an der linken Seite oder ob wir gleich da runterrutschen. Ich bin gerade mal ein bisschen unkomfortabel. Was sagt ihr dazu? Ist das genug Platz? Eigentlich nicht, ne? Doch, das reicht. Das reicht. Ich hab wirklich Angst. Echt? Hast du Angst? Ja, ich fühle mich gerade echt unkomfortabel. Oh nein. Wenn durch das massive Gewicht von dem Wagen da irgendwas wegbricht, dann liegen wir da. Guck mal, mein Engel, hier ist wieder ein Zaun. Hier kann nichts passieren. Oder? Hast jetzt meinen Witz geklaut? Ja. Der Weg hier hoch ist echt eng. Krass. Für einen 3,5 Tonnen einfach nicht gebaut. Ich muss immer wieder mal auf die Straße gucken oder auf diesen Weg. Und es ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass meine Frau ein bisschen Angst hat. Sie hat sich die Lippen geschminkt, dass, wenn wir den Berg runterpurzeln, sie gut aussieht, wenn sie gefunden wird. Ne? Ja, genau. Ich habe mir schöne Unterwäsche angezogen. Macht man ja so, wenn man zum Arzt muss. Ne? Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Also hier geht's schon krass. Das ist echt krass. Der Weg ist so schmal, dass die Reifen wirklich immer so auf der Kante vom Abgrund sind. Aber so rückwärts zurück geht nicht. Da müssen wir jetzt einfach durch. So ist das. Also, mir kommen gerade echt komische Gedanken. Ich überlege, ob ich irgendwo aufschreibe, wann wir zuletzt gegessen haben. Das ist nämlich wichtig, wenn wir hier runterfallen, falls wir operiert werden müssen. Das habe ich mir gerade überlegt, wo man die Krankenkasse am besten an seinem Körper platzieren könnte. Die Krankenkasse oder die Krankenkassenkarte? Die Krankenkassenkarte, damit man meine Behandlung dann, wenn wir hier runterkrachen, auch abrechnen kann. Ja. Ich habe gesagt, zwischen die Möpse, da gucken sie als erstes nach. Naja, egal. Also wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet, wenn uns was passieren sollte. Ja, ist ja wichtig immer. Naja, so richtig breit war der Weg nicht mehr. Aber was soll ich sagen? Den gibt es schon seit ein paar hundert Jahren und man geht davon aus, dass er hält. Es ist unfassbar, wie wir hier immer weiter raufklettern mit dem Dicken. Also ich meine jetzt das Auto, ne? Und schaut euch mal diese Aussicht an. Wahnsinn! Und es geht immer weiter rauf.
Marion meinte, da oben gibt es bestimmt einen McDonald's. Genau, und so eine Aussichtsplattform für Touristen und so. Das passt mal auf, so ein Scheiß, den kommt gleich. So, hier liegt ein Schrein, doch ein bisschen was auf die Straße. Mal gucken, dass er da dran vorbeikommt. Locker, locker. Die wollen deine Äpfel nicht. Hey, ich glaube, das sind Wildpferde. Ja. Ja, ich spreche einen anderen Dialekt. Schnuffi, wenn du da runterfällst, ich komm dich nicht holen. Komm nicht holen. Ich komm dich gar nicht holen. Ich komm. Na, ich mir rau. Schuss mich doch. Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Gipfel. Höher geht's, glaube ich, nicht. Doch, dahin geht's schon noch höher. Kannst du rausschneiden. Da ist die eine Seite des Berges. Da sind wir gerade hergekommen. Und hier ist die andere Seite. Mega. Marion und der Hund sind ein bisschen vorgelaufen und ich werde sie jetzt wieder einsammeln. Hoffe ich doch. Die Auffahrt zu diesem Pass hat ein paar Stunden gedauert. Wir haben uns natürlich auch viel Zeit gelassen, weil wir immer wieder gefilmt haben. Ganz großes Lob an Marion, die nicht ausgestiegen ist und zu Fuß zurückgegangen ist. Da waren schon echt ein paar ganz schön enge Stellen drin. Das war Adrenalin pur. Der ACT Pyrenäen, dritter Tag, führt uns wieder auf eine Landstraße, die mitten durch die schönsten Gebirge und Täler führt. Wir kommen durch die ein oder andere Ortschaft. Hier können wir einkaufen und tanken. Ne? Man muss ja auch was zu essen haben und so. Naja, das ist nicht ganz richtig. Gas bekommen wir natürlich schon wieder nicht. Ein ganz klarer Vorteil vom Ram ist seine Leistung. Wenn man mal überholen will, tritt man einfach auf den Pinsel und das Ding geht ab wie die Post. Herrlich. So fahren wir weiter auf einer sehr schönen Landstraße bis zum nächsten Einstiegspunkt, bis wir wieder Schotter unter den Reifen haben. Dort fangen wir an, uns einen Schlafplatz zu suchen. Diesmal geht es nicht auf den Campingplatz, wir bleiben in der Walachei. Ich bin frisch geduscht. Das Wasser in den Kanistern hinten war von der Sonne so warm, da konnte man sich einfach 5-6 Liter nehmen und dann habe ich mir das über den Kopf gegossen und ein bisschen Duschgel. Und jetzt kann ich normalerweise wieder unter Menschen, aber hier ist überhaupt keiner. Hier ist kein Mensch, nur meine Frau. Ja, und die ist ja kein Mensch. Und die ist heute kamerascheu, die hat heute keinen Bock auf Kamera. Nachdem wir jetzt ungefähr eine Stunde Landstraße gefahren sind, sind wir jetzt schon wieder am Einstieg vom nächsten Offroad-Stück. Da geht es im Prinzip direkt morgen weiter Richtung Atlantikküste. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft und sind jetzt irgendwie schon 3 Tage hier unterwegs. Also wir sind ein Stück hinter Andorra. Das zieht sich hier alles. Unglaublich. Wollen Sie irgendwas sagen? Wollen Sie irgendwas sagen, dass ich ein fauler Sack bin oder so? Meine Frau will mich einfach nicht mitspülen lassen. Das ist leider so. Eigentlich, Moment mal, eigentlich wollte ich heute überhaupt nichts mehr sagen und nur meine Ruhe haben. Aber anhand dieser Aussage muss ich doch noch etwas dazu hinzufügen. Der Schnuffi ist heute den ganzen Tag super Auto gefahren, ist einfach platt und spült sich einfach gerne.
Okay, ist doch schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich habe, wir haben jetzt eine Flasche Wein gekillt, ne? Haben wir? Ne, haben wir nicht. Also, das heißt im Klartext, ich habe eine Flasche Wein getrunken und meine Frau hat ein bisschen was abbekommen. Und ja, was soll man sagen zu dem Tag heute? Der war ziemlich adrenalinlastig. Also heute da diese Strecke hoch in die Berge, das war schon mega. Und ich muss mal ein ganz großes Lob an den Ram aussprechen. Der hat das nämlich super gemacht. Ja. Keine Zicken, keine Mucken, einfach durch. Meine Frau war ein bisschen, ja, hat ein bisschen hier und da so ein bisschen Schiss in der Butz. Das geht hier alles ein Scheißdreck an. Das geht euch alles nichts an. Ich mache deine ganzen Aufnahmen kaputt, aber ich bin, was hältst du denn da? Also ich darf das nicht erzählen. Okay. Ich darf das nicht erzählen, dass das heute ein bisschen grenzwertig war. Nein, das war super. Die ist, meine Frau ist schon echt hart im Nehmen. Das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, für heute mache ich besser Schluss. Alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Deswegen, morgen geht's weiter. Tschüss.